Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es was Spannendes. Wir machen nämlich ein DIY, beziehungsweise so ein Experiment. Es kursiert ja schon seit längerem, dass man einfach seine Produkte, Haushaltsprodukte, Beauty, Kosmetik, ne, selbst herstellt. Es hat viele, viele Vorteile, denke ich. Zum einen ist es natürlich günstiger, meistens günstiger, wenn man etwas selbst herstellt, als das so fertig zu kaufen natürlich. Außerdem ist es umweltschonender, deswegen wieder dieser nachhaltige Gedanke, einfach umweltbewusst zu leben. Ich meine, ich versuche und gebe mein Bestes, wir sind nicht perfekt, keiner ist das. Aber wenn ich damit irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, ist es natürlich cool. Wie ihr wisst, bin ich nicht der beste Ansprechpartner, was so Haushalt angeht, würde ich mal sagen. Denn ich hasse Putzen und so weiter. Ich finde, das ist eine Zeitverschwendung. Aber natürlich wasche ich meine Wäsche, ganz klar. Und ich dachte mir, das ist so ein cooles Produkt. Also Waschmittel und Waschpulver. Wir machen nämlich beides heute. Was man selbst herstellen kann. Es sieht zumindest in diesen ganzen Rezepten, die ich online gefunden habe, sehr einfach aus. Ich probiere das. Funktioniert das wirklich? Ist es so einfach? Die Fragen stelle ich mir. Außerdem habe ich jetzt einfach so von den ganzen Rezepten, die ich gefunden habe, so mein eigenes so zusammengewurschtelt sozusagen. Einfach das, was für mich am einfachsten ist. Ich meine, was ist jetzt der Vorteil an selbstgemacht? Selbstgemacht ist natürlich günstiger. Selbstgemacht ist umweltschonender, besonders wenn es Waschmittel ist, weil ihr wisst, was, also ihr wisst wahrscheinlich nicht, wir wissen nicht, was alles in diesem gekauften Waschmittel drin ist. Ich meine, schon schlimm genug, die Klamotten, die wir tragen, die wir waschen, weil damit kommt auch so einiges in den, ins Abwasser, aber wenn wir dann noch diese ganze Chemie reingeben, ist es doch sehr extrem, ja. Ich bin jetzt nicht der, wie gesagt, ich bin nicht der beste Ansprechpartner, aber mich haben so viele gefragt, deswegen beantworte ich mal kurz. Ich habe immer ganz gerne dieses Eco, ich weiß nicht, wie heißt es immer, Ecoware, glaube ich, heißt es, die Marke gekauft oder Frosch, meistens Frosch allerdings, für alle meine Reinigungsmittel, Haushaltsprodukte. So auch mit meinem Waschmittel. Wie ist das mit Weichspüler? Weichspüler benutze ich gar nicht. Überhaupt gar nicht. Aus vielen Gründen. Ich bin der Meinung, dass Weichspüler die Klamotten kaputt macht. Da ist immer was, was so übrig bleibt da drin und das in die Fasern reingeht. Das ist meine Meinung. Außerdem bin ich ja nicht so der Dufttyp. Es ist für mich zu extrem, meistens zu parfümiert und ich kann das gar nicht ertragen. Außerdem sind da tierische Produkte drin. Und zwar so Knochenreste und so weiter. So ein bisschen wie Gelatine wahrscheinlich wird das dann da benutzt. Also sowas ekelhaft will ich gar nicht haben. Ich mache ein Waschmittel. Flüssig und einmal Pulver und dann schaue ich, was sich am besten bewährt bei der Wäsche wirklich. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt jetzt dran. Das war ein mega langes Intro, aber ich wollte ein bisschen ausholen, um zu zeigen, wie ich darauf kam. Warum? Der Gedanke. Also viel Spaß jetzt. Wenn ihr Bock auf solche Themen habt, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video auch hier wieder online geht. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, das wäre auch ganz cool. Wir fangen als erstes an, was für Produkte brauchen wir? Wir brauchen ganz wenig, weniger als ihr denkt. Wir brauchen nämlich nur zwei Produkte. Das ist das Geile. Einfach so spontan aus der Drogerie gekauft. Das nächste Mal würde ich wahrscheinlich eher im Bioladen nochmal schauen oder was online bestellen. Und ein bisschen hochwertigere Produkte bestellen. Das sehe ich jetzt im Nachhinein. Aber zu meinem ersten Versuch. Wir brauchen Kernseife. Und wir brauchen Waschsoda. Das war's. Wasser habt ihr wahrscheinlich zu Hause und wir brauchen einen Behälter noch, wo ihr das reingibt. Ich benutze immer oder ich verwende immer ganz gerne die Gläser, zum Beispiel von Passata oder von so großen Gurken oder so Gurkengläsern. Ne? Als erstes raspeln wir die Kernseife und ich würde sagen, das ist schon der größte Aufwand der beiden Rezepte. Mehr ist da auch nicht wirklich zu tun. Genau, und ich raspel die per Hand einfach auf so einer Reibe. Ich habe gemerkt, dass die feinere Körnung ist besser als das gröbere, aber es könnt ihr, ist eigentlich auch egal, es dauert halt dann nur länger. Genau, und da die Mengenangaben schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, da könnt ihr dieses Rezept dann exakt so nachmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Auf jeden Fall reiben, reiben, reiben. Ich brauche, ich glaube 65 Gramm waren es dann insgesamt, die ich abgerieben habe von einem Stück Kernseife, das 100 Gramm wiegt. Für die Pulvervariante brauche ich 50 Gramm Kernseife. Das gebe ich in einen Mixer rein, damit das noch feiner wird nämlich. Und dazu gebe ich 100 Gramm Waschsoda.
die beiden Produkte gebe ich in meinen Mixer und dann vorsichtig sein, weil damit das nicht so aufstaubt, dieses Waschsoda, immer schön nicht so weit von oben reinschütten, sondern schön langsam. Und dann im Mixer so weit mixen, bis sich wirklich alles gut verbunden hat und ihr nicht mehr so diese riesen Klumpen oder Stücke von der Kernseife entdeckt. Und dann sind wir schon fast fertig. Jetzt ist nur noch optional, wenn ihr noch ein bisschen Duft haben wollt, dann könnt ihr da ätherisches Öl reingeben. Und da nehmt auf jeden Fall mehr, als ihr denkt. Das verfliegt sowieso recht schnell, das ätherische Öl. Das könnt ihr auch nach und nach in der Zeit nochmal hinzufügen. Das ist so mein Tipp, weil das verfliegt generell sehr schnell. Auch bei meinem selbstgemachten Deo ist das genauso. Und dann nochmal kurz durchschütteln, dann aufpassen, bis sich das, also einfach darauf achten, dass sich das Pulver, also der Staub setzt. Und dann könnt ihr es öffnen und aufpassen, damit ihr das nicht so einatmet, weil das reißt dann schon so die Schleimhäute. Dann füllt ihr das einfach in euer Glas ab und das war's. Das war wirklich alles für unser Waschmittel in Pulverform. Ich habe jetzt einfach noch so einen Tag dran gemacht, einfach, dass ich weiß, das ist das und das ist kein Mehl oder so, damit man weiß, dass es halt ein Putzmittel ist oder ein Waschmittel in dem Fall. Genau, und jetzt zur flüssigen Variante. Die geht auch recht einfach. Wir brauchen dafür, wie gesagt, nur 15 Gramm Kernseife, auch gerieben. Dann schnappe ich mir einen großen Topf und gebe da 1,2 Liter warmes Wasser hinein. Dazu kommt dann die geraspelte Kernseife und dann unter langsamen Rühren zum Kochen bringen. Und zwar wirklich sehr langsam rühren mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen, weil wenn wir zu schnell rühren würden, würde sich da Schaum bilden. Das habe ich dann auch gemerkt so am Anfang. Deswegen schön langsam, einfach nur bis die Kernseife sich komplett auflöst. Das ist das, was wir haben wollen. Geben wir noch 2 Esslöffel Waschsoda hinzu, rühren das nochmal kurz um und stellen das dann beiseite und lassen es komplett auskühlen. Das dauert einige Stunden und das war's. Wenn es dann komplett abgekühlt ist, könnt ihr da auch wieder optional euer ätherisches Öl hinzugeben und dann nochmal gut umrühren. Ihr seht, die Masse ist fest geworden, also ist wie so geliert quasi schon fast durch die Seife. Das rührt ihr nochmal gut um und dann war es das auch schon. Ich wollte sehen, ob das auch mit einem Durchgang nur geht und das geht. Also man braucht nicht zweimal kochen, ich weiß nicht warum. Dann füllt ihr das einfach auch in eure Gläser ab. Bei mir hat das perfekt gepasst in 2 solcher Passata-Gläser. Da war vorher Passata drin. Die bewahre ich mal sehr gern auf, weil man kann sehr gut was da drin lagern, auch Nussmilch und so weiter. Genau, und ihr seht, dass nach einer Zeit, wenn es länger steht, wird es wieder dick. Ne? Aber das ist nicht weiter schlimm, könnt ihr einfach schütteln und dann ist es wieder flüssig. Also es ist gar kein Ding, ne? Und dann zur Dosierung, das ist immer schwierig zu sagen, weil da kommt es immer auf alles an, auf eure Wasserhärte, auf die, wie stark ist die Verschmutzung und wie viel Wäsche gibt in die Trommel. Ich habe jetzt nach Augenmaß, also man muss, kann ich euch jetzt schon mal sagen, das habe ich schon sehr oft gelesen, viel weniger Waschmittel generell nehmen, als man denkt. Also das ist, man muss gar nicht so viel nehmen. Ich habe jetzt hier von dem Flüssigen immer so 100 Milliliter genommen, per Augenmaß allerdings, ja. Aber ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Und bei dem Waschpulver habe ich so circa 1 Esslöffel genommen oder 2, so 1 bis 2 Esslöffel. Genau. Und damit habe ich dann 2 Wäschen gemacht, also jeweils bei 30 Grad. Ich wasche eh nur bei 30 oder 40 Grad, nie höher. Außer es ist mal, das mache ich nur ab und zu, um die Waschmaschine nochmal sozusagen auf Vordermann zu bringen. Einmal so Laken oder so bei 60 Grad oder, ne, damit das nochmal so die Bakterien abtötet. Genau, und jetzt habe ich mal geschaut, welches sich besser anfühlt. Also welche Wäsche ist besser? Wird es überhaupt sauber? Funktioniert das überhaupt? Ich war ein bisschen skeptisch, hatte Angst, meine guten Sachen reinzuwerfen, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte erstmal irgendwas, was sowieso was egal ist, falls da irgendwie so Reste oder so dran bleiben. Ich kann jetzt sagen, bei keinem Waschmittel, also weder das Pulver, weder Pulverform noch flüssige Variante, bleibt Waschmittel übrig. Also weder in dem Kasten, wo man es reingibt, noch in der Trommel oder auch an den Kleidungsstücken. Da ist nichts übrig geblieben. Es ist alles, hat sich aufgelöst. Es duftet ganz leicht. Es hätte stärker sein können, aber ich meine ja, wie gesagt, das verfliegt sowieso recht schnell mit den ätherischen Ölen, deswegen ist es, wer eher sowieso weniger Parfum oder gar keinen Duft haben will, der ist damit sehr gut dabei, also so wie ich das gerne mag auch.
Ansonsten, die Wäsche ist sehr sauber geworden. Sie ist auch nicht glitschig oder irgendwas. So im Vergleich gefällt mir doch die flüssige Variante besser. Gepflegter, genau. Sie hat sich gepflegter angefühlt. Es war ein bisschen weicher. Nicht so, also nicht, dass die andere hart war, das gar nicht. Aber die war ein bisschen, war halt nicht so geschmeidig wie die flüssige Variante. Wie soll ich sagen, das ist alles. Sonst konnte ich keinen wirklich einen Unterschied feststellen. Fazit, das ist mein Fazit. Die Sache ist nämlich, man kann alles selbst machen. Klar, alles ist cool selbst zu machen und ich mag auch gerne so DIYs und bin auch gerne und oft auch in Bastellaune und so weiter. Die Sache ist nur, wenn es zu kompliziert ist oder man braucht zu viele irgendwie Zutaten, dann habe ich einfach keinen Bock. Dann ist es egal, dann ist mir alles andere, ob ich jetzt mehr Geld spare damit oder sogar ob das besser ist für die Umwelt, es tut mir leid, aber dann meistens habe ich dann keinen Bock und dann denke ich mir, dann kaufe ich es doch einfach schnell, ne? Aber Fazit, ich muss sagen, mir gefällt es so gut, ich werde auf jeden Fall weiterhin mein Waschmittel selbst machen. Ich fand, das ist überhaupt gar kein Aufwand. Der einzige Aufwand war, die Kernseife mal zu reiben, aber das ging so schnell, also es ist zwar anstrengend erstmal, aber es dauert, in einer Minute habe ich das gerieben, ja. Und für die flüssige Variante braucht man super wenig Produkt, das heißt, man spart da noch viel mehr. Und mir hat sowieso die Variante besser gefallen vom Endergebnis, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Probiert es auf jeden Fall mal aus, ich möchte euch da gerne mal dazu ermutigen, das auszuprobieren. Es geht nämlich wirklich schnell, also ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun, muss ich ehrlich sagen. Außer man ist so verliebt in so parfümierte Sachen. Ich freue mich, dass ich das ausprobiert habe jetzt und ja, das passende für mich gefunden habe. Das ist richtig toll. Das ist toll. Macht Spaß. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal Feedback dazu, wie euch das gefällt und ob ihr das auch schon mal ausprobiert habt oder welches Waschpulver ihr gerne ausprobieren wollt oder was so generell das Problem ist für euch mit Waschpulver vielleicht. Genau. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Ich freue mich sehr auf euch. Also, bis dann. Tschüss.